Schönen guten Morgen, Wilke. Guten Morgen, Herr Gallo. Na? Wie ist es? Schön, richtig schön. War eine Ruhe hier, ne? Keiner da. Merkst du das auch? Das kannst du morgens hier besser arbeiten, wenn keiner da ist? Ja, wenn du Ruhe hast, kannst du viel besser arbeiten. Ist toll. Wo sind sie alle? Nico ist auf dem Pott. Das habe ich schon gehört. Ja, den kannst. Ja, genau. Nico ist auf dem Pott und ja, Björn ist auf der Baubesprechung. Der Torben mitgenommen, damit er das auch mal so ein bisschen lernt. Damit Torben auch mal ein bisschen arbeitet hier. Ja, der kann das ja alles noch nicht so, weißt du, der ist ja auch neu. Das fällt dir auch auf, ne? Ja. Torben ist so ein bisschen langsam, ne? Ist so, ne? Ja. Ja, ja, und Carsten ist krank. Den müssen wir jeden Tag so ein bisschen einen Arsch drehen, so Torben. So, ja, das muss Torben mal haben, das weiß ich. Und Carsten ist krank. Carsten, dem geht's heute nicht ganz so gut, ja. Achso, dann wünschen wir natürlich allen Carsten gute Besserung. Gute Besserung. Der ist aber ja auch alt mittlerweile, ne? Ja, er wird ja auch bei uns Opa genannt, ne? Also. Ist ja auch der Älteste hier. Nein, Carsten ist so ein junger Mann, der ist wirklich fit. Und außer heute. Heute geht es ihm nicht ganz so gut. Ja, und ein paar Mal mehr im Jahr geht es ihm nicht gut. Ja. Aber dafür wird Carsten alle lieb. Genau. Hallo, Torben. Guten Morgen. Ich habe dich ein bisschen vermisst. Ja, ich dich auch. Pass auf, Gallo hat gerade über dich gelästert. Ich hoffe. Was hat er gesagt? Du müsstest mit Björn auf der Baustelle, weil du keine Ahnung hast und du gerade noch lernst und so. Ja, ich brauche ja ein Praktikum hier. Hm. Dauerpraktikum, für immer, quasi. Aber ich wollte Gallo jetzt nicht in die Pfanne hauen, ne? Und aber du kannst ihn ja vielleicht mal gleich der hat so viel reinhauen oder so. Marcel hat so viel Ahnung von Innenausbau wie eine Kuh vom Rücken schwimmen. Was macht der Rest? Wo sind die alle? Die sind Nico auf dem Pott seit einer Stunde. Oh, Verhandlung? Ja, könnte man so sagen. Ich würde sagen, da kommt nichts Gutes bei raus. Unfassbar. Ja, und sonst habt ihr Brötchen übergelassen? Ja. Wir diskutieren seit einer Stunde im Auto. Gott, haben die noch Brötchen übergelassen? Die Tüten sind noch gar nicht aufgerissen. Das ist vernünftig. Also ihr habt heute noch nichts aufgerissen. Nee. Nicht mal die Brötchentüten. So, ich zieh mich mal aus. Sogar tue ich jetzt schon. Nico, wo warst du? Nico heißt du. Nur so zur Info. Wo war ich? Warte, ich muss kurz Platz machen. Wenn das Ron weiß, dass du anderthalb Stunden auf dem Pott saßt. Anderthalb Minuten. Denn das soll wohl. Ah, eine Zahl, das ist eigentlich so. War das dem, ist nichts mehr, dem ist nichts mehr zuzufügen. Nee, das will ich nicht. Das ist ein geleistet, Job. Also ich weiß noch nicht, worum es geht. Indigo. So mit Zahlen drehen und so. Ich weiß, wo du hin willst. Ja, genau. So. Oder gut, ich spüre, was du denkst. Ja, ich weiß. Wir müssen ja nur im Denken, wenn du kompliziert kommst. Ne? Und die Türen abschließen. Ich kann den Kerl nicht mal im Feld gucken. Ich weiß auch nicht. Aber der hält uns immer so lange von der Arbeit ab. Der ist wie ein Boomerang. Komm mal zurück. Ja, immer zurück. Der hat so Macht, was du willst. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Ja, ein sehr hungriger Bungerang. Wollen wir da nicht einfach mal ein anderes Schild vorne hinkleben? Guckt euch mal den Ron an. In anderen Firmen. Orion. Orion Shop, genau. Da kann er bestimmt die goldene Kundenkarte. Was ist das denn? Du musst einen Schritt zurückgehen, Ron, weil das Sonnenlicht reflektiert gerade dieses schöne Logo. Nein, zurück. Ja, jetzt sieht man. Wie heißt denn mal mit dem Sponsoring von Orion? Das hätte mal was, oder? Hat er doch bestimmt schon lange. Hat er schon alles zu Hause. Soll ich euch was sagen zu Orion? Ja. Kann ich euch erzählen. Ja, du bist so Anteilszeit. Hat ich ein Sponsoring mit? Ja. Gib mal bei YouTube ein, Wilke Zierin, guck mal die Videos. Ich habe bei meinem kleinen Bruder Malte zu Hause in Vechta eine Dildo-Party gemacht. Ohne, dass mein Bruder davon was wusste. Mit einer Dildo-Fee und allem. Leute eingeladen, da kam mein Bruder nach Hause, der hat in Vechta studiert von der Uni. Kommt nach Hause, Dildo-Fee bei mir im Bett, das ganze Haus voller Leute. Die Dildo-Fee bei dir im Bett? Nein, bei ihm auf dem Bett. Hat er gesagt, oder? Also ich denke, bei mir ist so. Aber völlig erledigt. Ja, wirklich jetzt. Und ja, noch nichts ausgepackt. Fix und putzig. Fix und putzig. Also ganz ehrlich, also das ist heute nicht unseres. Also da ist ja überhaupt nichts drauf. Und den Klick Remo habe ich jetzt auch vergessen. Zwiebeln, ja, der hat angelacht an sie, haben wir gezeigt. Ja. Also ich wüsste doch nicht, Marcel, hast du mal einen anderen Bäcker geholt oder was? Ja. Oder hatten sie heute keine Lust? Keine Qualitätskontrolle gemacht. Du, wir filmen gerade, ist in Ordnung. Schnell weg! Das war
Wolfram macht den Gallo Plus. Ja. Ja, das ist ein Gallo-Schaffel. Das hat sich ausgegallot jetzt. Das Ding ja allerdings auch, das hast du ja wohl nicht bezahlt. Also körperlich, in Naturalien. Oder wie? Marcel, wo bist du? Marcel! Komm her jetzt hier! Deswegen braucht ihr morgens, das ist nur 4 Minuten von hier. Ist immer eine halbe Stunde weg, ne? Jetzt machen wir das raus. Du als Granny Hunter, da muss man schon. Oder hat er sich gerade versprochen, nicht welche alte die schmiert, sondern welche alte er schmiert? Also ich würde sagen, es gibt Klicks genug, ne? Aber negativ stark, natürlich, wenn die Hose zu war. Ja, ich hab mal einen Knopf offen. Komm bei dir aus dem Büro. Ich glaube, du brauchst einen neuen Stuhl. Aber ich stehe ja hier. Aber ich stehe ja hier, das ist ja das Schlimme. Die Zahlen müssen voll, weißt du doch. Du musst das mal nicht übertreiben, Junge, das ist ja nicht der Weg. Ach komm, das wird das bei mir Standard. 100.000 Schuss. Das ist bei mir Standard. Torben hat gerade gesagt, er will dir eine reinhauen. Ja, dann aber vor laufender Kamera, damit ich Beweise habe. Wegen Arbeitsunfall, oder? Ja, genau. Dass sie jedem sein, das ist gar keine Schwierigkeit. Ja, aber finde ich auch nicht gut, dass Torben sagt, dass du ein Praktikant bist. Andreas. Ja, andersrum, dass Gallo sagt, dass du ein Praktikant bist. Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber ich finde ihn so. Sie verwirrt nicht schon. Aber so ein Brillenhämatom würde ihm stehen. Torben war mit dem großen Meister unterwegs, ne? Mit und da ist er nur Praktikant. Meister da Leder, ist er nichts an. Ja. Meister Leder. Der große Meister hat mich heute außerhalb meiner Arbeitszeiten herzitiert. Was hast du gerade gesagt? Außer deine Arbeitszeit, mit der du hier verdienst, musst du jeden Tag 20 Stunden hier sitzen. Warum hast du mich herzitiert? Das ist was ganz Besonderes, ne? Ja, weil du hast ja die letzten Wochen wieder keine Zeit gehabt, ne? Mhm. Nicht immer so ist, weil du ja durch die ganze Welt fliegst und so. Mit irgendwelchen Feen und. Hatten wir gerade schon das Thema, ne? Aber nein, das ist ab Ostern unsere neue Kollektion. Eines von unseren neuen Kollektionen. Der wunderschöne Hoodie, wo ich auf meinem Motorrad sitze. Wie heißt das? Und so wie nennst du das? Und das Bild, das heißt Triple Black, weil das steht hier auch auf der Seite drauf. Mhm. Ne? Weil das ist meiner Maschine geschuldet. Das ist nämlich eine Triple Black. Ich habe das hier schön verzieren lassen. Schön mit sieht aber qualitativ aus. Ne? Oh. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch speziell Organ, ist ja wieder mit 3D-Stick. Ne? Das hat auch etc. Ja, ja, also das ist richtig geil, das ist richtig toll gemacht. Auch der Stoff diesmal. Wir haben nochmal eine Schippe da oben drauf gelegt. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, liebe Zuschauer, der Pullover kostet auch eine Mark mehr. Ein Euro mehr, weil es ist wirklich absolute Qualität, weil das Highlight ist ja der Druck, der Stick etc. Und da muss ja auch noch draufbleiben und halten, wenn man das wäscht. Hinten drauf habe ich mein neues Logo-Design gemacht, einen schönen Totenkopf. Oh, das ist aber schwer zu sehen gerade, Leute. Ja, weil, da muss man nicht ins Sonnenlicht. Soll ich mir mal eben so? Soll ich mir mal eben so? Ja, ja, ja. Oh, mit so? Hey. So? So? Erkennt so. Man das? Ja, jetzt sieht man kann das. Erkennen, ne? Ja. Aber die Bilder sind nachher den Ast rein drin im Shop, da kann man das sehen, alles etc. Also ja. Ab Ostern im Shop. Ja. Ronjo, der Modezar. Ich habe jetzt natürlich dazu auch noch passend ein T-Shirt kreiert. Auch mit 3D-Stick drauf. Ja. Und vorne mit Totenköpfi. Dieser Druck, der ist auch glitzernd. Das ist richtig geil. Auf einmal so ein bisschen so ein Lichtschein und so weiter. Siehst ja, dann kommt das Glitzern. Kommt was drauf, hier oben drauf, mein RJ-Logo und so weiter. Ne? Das habe ich gerade so bekommen. Da sieht das noch so zerknittert aus. Sonst hätte ich das schon lange schon mal angezogen und angehabt, aber. Das lag auch gerade zwischen anderen Plovern, ein bisschen flusig, würde man jetzt so sagen. Ne? So, ein bisschen flusig. Und der ganze Kram ab Ostern im Shop. Der ganze Kram ist ab Ostern bei uns erhältlich. Unter anderem auch, das ist wieder ein Special Highlight für unsere Leute, weil ja sehr viele danach fragen. Ich zeige es jetzt erst eben. Die Westen. Nein. Die Westen? Ja, die fragen wir auch. Es ist auch so, auch selbst Spezialwünsche, Westen, Jacken, Plover. Anfragen machen wir auch auf Kundenwunsch. Auch wenn irgendwas nicht im Shop sein sollte, immer bitte keine E-Mail schreiben, anfragen, wir machen alles auf Kundenwunsch fertig, ja? So, jetzt zeige ich das mal eben, was wir jetzt noch so Tolles haben. Du weißt ja, wir haben ja unsere stark begrenzten Zippos, ne? Mhm. Diese sind richtig gut. Ne? Diese richtig schicken und diese toll. Die haben wir jetzt gleich einmalig, kommt Ostern auch mit rein, als limitierte Auflage mit Zahlenfolge von 1 bis, lass mich jetzt lügen, ich meine 50 oder 75 Stück gibt es da dann nur von. Wenn die aufgekauft sind, sind die weg. Wie gesagt, da steht dann hier hinten schön, das sind die gleichen, die wir hier auch haben.
Und hier hinten, entweder hier oben oder da unten, steht dann immer Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 von. Mhm. Ne? Also sehr streng limitiert. Auch im Shop erhältlich. Wunderschöne Dinger. Weil danach fragen so viele, weil ja, die so viele sammeln und machen. Ne? Also die sind wirklich klasse. Ne? Also von dem her, Leute, also ab Ostern spätestens, ich denke mal, ab Gründonnerstag müsste alles drin sein. Ne? Aber das geben wir noch bekannt. Oder das geben wir Seite. Noch bekannt. Ihr könnt aber jetzt ja schon mal euch eben schon mal einen Zettel machen, schon mal alles aufschreiben, was ihr alle kaufen wollt. Ne? Und dann könnt ihr da schön, zacki kapi, da drauf gehen und das alles kaufen. So. Und jetzt sind wir auch seriös genug gewesen. Jetzt kriegst du mal wieder weg auf die Fresse. So. Was ist denn eigentlich los mit dir schon wieder, mein lieber Freund? Was du denn Werkzeug für uns hast? Ich habe was gehört. Ecke! Hm. Moin! Sag mal, was bist du denn hier? Du bist ein Werkzeug für uns hast, für den Fußballplatz. Ob ich Werkzeug für euch habe? Werkzeug habe ich genug. Wollen wir hingehen? Du? Wollen wir hingehen? Kannst dein Auto schon mal vorfahren, rückwärts, mach den Kofferraum auf. Und dann gehen wir mal hinten rein. Und weißt du, was wir dann machen? Dann ist auch für alle Zeiten, glaube ich, aber auch mal Ruhe, ne? Obwohl bei euch ist ja nie Ruhe, ne? Dann nehmen wir den ganzen Scheiß, packen das an und kann das ins Auto, fahren dann zum Sportplatz, geben es Udo, der kann das wieder schön in die Welt verteilen und dann habt ihr doch mal wieder Spaß, oder nicht? Sag mal ganz ehrlich, bist du doch ganz dicht? Ja, wie muss das jetzt schon wieder sein? Wir haben das noch keine halb zehn durch und du gehst mit so einer Scheiße schon wieder auf den Sack. Wer hat das gefragt? Das hast du doch nicht gefragt. Das hast du doch nicht gefragt. Das hat Udo doch bestimmt gefragt. Ne, ich hab gefragt. Ja, aber weißt du, was ich denn frage? Was ich mich immer frage, wo ist das ganze Werkzeug, was ihr hier immer mitschnurrt? Tombola. Weißt du, die eine Tombola, die da immer stattfindet, ne? Die ist mit Udo im Garten, ne? Wenn er seine Grillparty mit seinem Kumpel schmeißt. So, da macht er eine Tombola. Der ist die ganze Schuppe voll mit meinem Werkzeug und dann macht er eine Tombola. Und nee, er hat ja nicht hier, Leute, also, was machen wir jetzt? Also für den nächsten dicken Auftrag, ja, hier gibt es eine Hilti. Buffer! Sponsoring? Ja, wir müssen zum Matt. Ja, komm mal her, pack doch mal drauf, dann kriegst du von mir da eben eine Makita. Ja. So was nämlich, aber das kenn ich doch. Ne? Oder wahrscheinlich mal noch kleine Schnipsel mit so Losen drin, hin und her, dann schmeißt du da rein in den Puff und dann, hey, ich zieh jetzt mal den, ich zieh jetzt mal den, auch mit schön. Und den ganzen Abend der ganze Werkzeug verteilt. Und da, wo es hin soll, mit Sportplatz, damit ihr mal arbeiten könnt, Banden anschrauben könnt. Was nicht, was ihr da alle so macht, weil ich werde ja auch nicht mehr eingeladen. Danke, Udo, dafür. So, ne? Da verteilt ihr die, weißt du was, ich will da auch gar nicht mehr drüber. Ich kann da auch gar nicht mehr drüber. Ich habe hier morgens um halb den ja gar keine Energie für überhaupt noch rumzuschreien. Mir geht das alles schon wieder richtig, du, ich krieg schon wieder Schaum vom Mund gerade. Dein Herz, ne? Du weißt, bei euch, ich werde dann nicht alt. Ich werde nicht alt. Sag hier, ehrlich. Dein Herz hat Rast und macht und tut. Hier, sag doch mal was. Du guckst mich ja so komisch an. Ich wollte nur ein Werkzeug haben. Du kriegst kein Werkzeug. Nein, es ist vorbei. Ich kriege absolut kein Werkzeug mehr von mir. Such doch ein anderes Opfer. Immer hierher kommen und Und gleich gehen wir da hin und nimmst sowieso was mit. Muss mich so überraschen. Und ja. Guten Morgen, Wilke. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Mir geht's sehr gut. Ihr habt gerade schön Leberwurstbrot. Gesund mit Schwarzbrot. Ready, kannst du mal riechen? Hier. Voll lecker. Mir geht's sonst gut. Du telefonierst gerade bestimmt, ne? Nee, hat ja nicht geklappt, aber. Oh, ich krieg gerade einen Anruf, ich muss weg. Haben noch nicht zurückgerufen, noch nicht geschafft.